Hi, es ist wieder Mittwoch und so langsam beginnt das leicht kühle, regnerische Wetter. Beste Zeit des Jahres, not gonna lie. Die Zeit für Übergangsjacken oder einfach nur Pullover ist viel zu kurz. irgendwie habe ich heute auch nicht so viel zu sagen. Ist nicht wirklich mein Tag. Total, um es mal adäquat ausformuliert zu haben. Wie geht's euch so? Naja, also dann mal viel Spaß beim Video. Ich rollte mich aus dem Bett und schlurfte wie ein Zombie über den Hartholzboden des Flurs in die Küche hinein. Der Duft von Kaffee überschwemmte mich wie eine Welle. Eifrig goss ich mir eine Tasse des schwarzen Goldes ein und fügte etwas Kürbiscreme hinzu. Er schmeckte himmlisch auf meinen Lippen. Erst nach meiner zweiten Tasse und drei Spiegeleiern später entdeckte ich den Zettel auf dem Tresen. Die makellose Handschrift meiner Frau war wortgewandt auf eine zerrissene Notizbuchseite gekritzelt, die neben dem Papierhandtuchspender lag. John, genieße dein Junggesellenwochenende zu Hause. Ich werde dich sehr vermissen. Aber bevor du dir das Bier reinziehst und deine Freunde anrufst, kannst du dich bitte um diese Dinge für mich kümmern? Alles Liebe, Evie. Ich seufzte und erwartete eine Aufzählung von Besorgungen, aber als ich den Zettel umdrehte, war dies gar nicht der Fall. Schnitzeljagd stand in großen, fetten Buchstaben oben auf der Seite. Evelyn, du großartige Frau. Gluckste ich. Sie wusste, dass ich absolut in Rätsel und Spiele vernarrt war. Ich liebte es einfach. Konnte quasi gar nicht genug von ihnen bekommen. Sie zögerte bereits seit längerer Zeit, einen Wochenendausflug mit den Mädels zu machen. Ich glaube, sie fühlte sich schuldig, mich allein zu lassen und auch, weil sie das Geld nicht so recht ausgeben wollte. Wir hatten zwar reichlich davon, aber sie war so aufgewachsen und daher sehr sparsam. Ich habe sie jedoch gedrängt und sie schließlich überredet, mitzufahren. Sie arbeitete schließlich hart und brauchte eine Pause und ich hatte wirklich nichts dagegen. Wahrscheinlich war das ihre Art, sich mit ihrer Entscheidung besser zu fühlen. Sie wollte mir eine kleine Freude machen, während sie im Urlaub war. Auf dem Zettel stand: Nimm das Handy aus der Gerümpelschublade. Der Code ist 3808. Eine Reihe von E-Mails wird nach einem Zeitplan verschickt, der vorsieht, wie lange du für eine Erledigung der einzelnen Aufgabe brauchen wirst. Also trödle nicht, John. PS: Am Ende gibt es ein Geschenk. Neben meinem Namen war ein Herz gezeichnet. Ich öffnete die Gerümpelschublade in der Küche. Ein iPhone mit einem Palmenhintergrund surrte plötzlich mit einer E-Mail-Benachrichtigung. Wow, flüsterte ich. Diesmal hat sie sich wirklich ins Zeug gelegt. Ich wischte über die Benachrichtigung und tippte wie angewiesen den Code ein. Es gab nur eine E-Mail von einer mir unbekannten E-Mail-Adresse. Ich öffnete sie. Dort, wo wir uns das erste Mal getroffen haben, liegt ein erster Hinweis unter dem Sitz. Ganz einfach. Bentinos italienisches Restaurant. Wir hatten uns über eine Dating-App kennengelernt und dann vereinbart, uns dort das erste Mal bei Linguini zu treffen, denn es war unser beider Lieblingsgericht. Ich warf mir schnell meine Jogginghose und meine Jeansjacke über und machte mich auf den Weg. Nach einer 10-minütigen Fahrt quer durch die Stadt parkte ich vor dem Nobel-Restaurant. Ein kopfsteingepflasterter Weg führte zu einem Stuckgebäude, das einen Blick auf die Bucht bot. Rosenranken kletterten an Spalieren neben den großen Glasfenstern empor. Der Parkplatz war voll. Die Mittagspause hatte gerade erst begonnen und schon wimmelte es nur so von Gästen. Ich hatte der Wirtin gesagt, dass meine Freunde bereits drin wären und sie winkte mich in den Speisesaal hinein. Ich zermarterte mir das Hirn und versuchte mich daran zu erinnern, wo genau wir gegessen hatten, aber es gab keine Möglichkeit, mich genau daran zu erinnern. Es war schließlich schon 4 Jahre her. Also machte ich mich zum Narren und schaute unter die Hälfte der Tische im Restaurant. Ich war auch nicht gerade diskret dabei. Wie sollte man auch? Ich erfand die Geschichte, dass ich Spaghetti-Soße auf meine Hand bekommen hatte und meinen Ehering abnahm, um ihn zu säubern, und dass er wohl heruntergefallen und weggerollt war. Die Leute ließen mich gern nachsehen und taten so, als ob sie sich für mein Missgeschick interessieren würden. Aber erst bei Tisch Nummer 15 habe ich ihn gesehen. Es war ein dickes, graues Stück Klebeband an der Unterseite eines Tisches in der Nähe der Bar. Ich zog es vorsichtig ab und entdeckte einen Autoschlüssel. Ich runzelte verwirrt die Stirn, steckte ihn aber schnell in meine Tasche.
Daraufhin zog ich meinen Ring aus den Ärmel und hielt ihn hoch, um den Gästen und den neugierigen Kellnern zu verkünden, dass ich ihn gefunden hätte. Sie waren sogar so freundlich zu applaudieren. So schnell ich konnte, ohne dabei zu rennen, eilte ich aus dem Gebäude. Mein Gesicht war heiß vor Aufregung und Peinlichkeit. Es war ein Kia-Schlüssel. Wie seltsam. Ich sah mich auf dem Parkplatz um, aber es gab mehrere. Ich beschloss, den Knopf zum Aufhupen zu drücken und ein weißer Geländewagen begann genau dies laut zu tun. Nachdem ich den Entriegelungsknopf gedrückt hatte, um ihn zum Schweigen zu bringen, hörte ich ein Klingeln des Handys in meiner Tasche. Es war eine weitere E-Mail. Ich fummelte daran herum, um sie zu öffnen und ließ dabei fast das Telefon fallen. Nimm den Mietwagen, den ich für dich besorgt habe, und fahre an einen Ort, an dem Kirche und Staat nicht mehr getrennt sind. Ein Ort, an dem Gelübde nach langer Vorbereitung abgelegt werden. Dein nächster Hinweis wird unter einer Bank liegen, aber der Weg dorthin wird kein Kinderspiel sein. Ein Ort, an dem Kirche und Staat nicht mehr getrennt sind. Ich kratzte mich an den Bartstoppeln am Kinn. Ja klar, das Gerichtsgebäude auf der Main Street. Die Kirche war der Hochzeitsteil des Rätsels, der in einem staatlichen Gebäude stattfand. Das musste es sein. Wir hatten uns für eine kleine Hochzeit im Gerichtsgebäude mit nur ein paar Freunden als Trauzeugen entschieden, weil wir unser Hochzeitsbudget für eine üppige Hochzeitsreise in die Karibik ausgeben wollten. Und es war definitiv die richtige Entscheidung gewesen. Ihre Rätsel waren nicht schwer zu lösen, aber das mysteriöse Telefon und der Mietwagen haben mich umgehauen. Sie hatte sich wirklich ins Zeug gelegt. Ich nahm mir vor, auch etwas Süßes für sie vorzubereiten. So etwas wie das hier. Etwas, das wirklich durchdacht war. Als ich in den Geländewagen stieg, schlug mir der Geruch von Reinigungsmittel ins Gesicht und ich musste fast würgen. Es war wie tropische Ananas gemischt mit Bleichmittel. Die Autovermietung schien es mit der Reinigung ein wenig übertrieben zu haben, aber es war ein schönes Auto. Ich machte mich mit heruntergelassenen Fenstern auf den Weg zur Main Street und parkte vor dem Gerichtsgebäude. Im Vergleich zu dem mehrstöckigen Bürogebäude, die es umgaben, war es ein recht kleines, unscheinbares Gebäude. Nachdem ich durch die Doppeltüren getreten war, sah ich mich unter den Bänken um, die den Gang neben den Gerichtssaal säumten. Ich konnte vage hören, dass auf der anderen Seite der Wand ein Verfahren stattfand, aber es kam nur gedämpft und gemurmelt rüber. Es dauerte jedoch länger, als es sollte. Denn jedes Mal, wenn jemand den Gang herunterkam, musste ich mich auf eine Bank setzen und unverdächtig aussehen, während ich so tat, als würde ich etwas auf meinem Handy lesen. Letzten Endes fand ich aber die richtige. An der Unterseite der Bank klebte zwischen den Büscheln aus getrocknetem Kaugummi eine Karte. Eine Karte des Briarwood National Parks, der etwa eine halbe Stunde nördlich der Stadt lag. Ich war schon einmal dort gewesen, aber es war lange her. Es gab eine rot markierte Route mit einem X, die vielleicht ein paar Meilen um den Rand des Parks herumführte. Sah aus, als wäre sie die ganze Zeit über ziemlich nah an der Straße geblieben. Ich wette, sie hat das getan, weil sie wusste, dass ich einen schrecklichen Orientierungssinn habe und sie nicht wollte, dass ich mich verlaufe. Ich grinste und steckte die Karte in meine Gesäßtasche. Eine weitere E-Mail ging ein, als ich zurück in den Mietwagen stieg. Ein frischer Wind, du kommst bald an. Mit Schaufeln in der Hand, das ist der Plan. Dein Geschenk wird dich begeistern, das verspreche ich dir, mein Mann. Das brachte mich zum Lachen. Ich musste ihr wegen des Reimes das Leben schwer machen, wenn sie nach Hause kam. Sie war klug, aber auch unglaublich albern. Auf dem Weg ins Hinterland hielt ich an einem schäbigen Baumarkt und kaufte dort eine Schaufel. Der Kassierer hatte gescherzt, dass es für Gartenarbeiten ein bisschen spät sei, aber ich hatte ihm gesagt, dass meine Frau mich mit ein paar leichten Landschaftsarbeiten beauftragt hatte und er schlug mich mit dem »Glückliche Frau, glückliches Lebensspruch«. Ich habe ihm nicht widersprochen. Ich bewunderte die immergrünen Bäume und mächtigen Kiefern, als ich mich durch die Berge schlängelte. Es war schon viel zu lange her, dass ich die Stadt verlassen hatte. Evelyn hatte immer davon gesprochen, sich ein zweites Haus auf dem Land zuzulegen, dass wir an langen Wochenenden flüchten könnten. Vielleicht war sie dann etwas dran. Aber wie lange hatte sie das geplant? Wann hatte sie überhaupt die Zeit gehabt, in den Nationalpark zu gehen und etwas zu vergraben, das ich finden sollte? Und dabei war es nicht einmal mein Geburtstag. Ich parkte auf einem kleinen Parkplatz am Eingang des Parks. Die Luft war frisch und kühl, aber die Sonne war sehr warm. Ich atmete tief ein und übertrieb es gewaltig mit dem Ausatmen. Wie eine kostbare Trophäe trug ich die Schaufel, als ich den Fußweg entlang wanderte, der in eine Seitenstraße abzweigte. Es war nicht viel Verkehr, aber alle paar Minuten hörte ich ein Auto zwischen den Bäumen vorbeirauschen. Es war wunderschön und eigentlich genau das, was ich brauchte.
In den letzten Monaten war ich in Kontoauszügen, Rechnungen und Steuerformularen ertrunken. Ich arbeitete in einer Buchhaltungsfirma und wir versuchten gerade, unsere Finanzberichte für das vierte Quartal fertigzustellen. Unnötig zu sagen, dass es ein äußerst stressiger Weg in den bevorstehenden Urlaub war. Danke, Evie, dachte ich, während ich regelmäßig anhielt, um Walnüsse aufzusammeln und sie durch das Unterholz zu werfen. Nach etwa einer Stunde eines angenehmen Spaziergangs erreichte ich die Stelle, an der ich laut Karte sein sollte. Ich suchte die Gegend ab, trat durch orangefarbene und gelbe Blätter und warf von oben herabgefallene Äste beiseite, bis ich einen großen Fleck mit aufgewühlter Erde fand. Es sah aus, als wäre dort kürzlich etwas vergraben worden. Ich überlegte, ob ich beim Graben meine Workout-Wiedergabeliste abspielen sollte, entschied mich aber stattdessen, die Stille der Natur zu genießen. Nach etwa einer weiteren halben Stunde Graben stieß ich auf etwas, das sich fest anfühlte. Mann, sie hat wirklich tief gegraben. Trotz der herbstlichen Temperaturen war ich schweißgebadet. Nachdem ich etwas Erde beiseite gefegt hatte, entdeckte ich, dass es sich um einen großen Seesack handelte, vielleicht einen halben Meter groß. Ich kratzte weiter Dreck und Schlamm beiseite, um ihn vollständig freizulegen, griff nach dem Gurt und hob ihn hoch. Gott, war der schwer. Der musste über 50 Kilo gewogen haben. Nach einigem Ringen brachte ich ihn auf ebenen Boden. Schwer atmend zog ich den Reißverschluss bis zur Hälfte runter. Blondes Haar und ein Arm sprang aus der Öffnung. Ich schrie auf, fiel nach hinten und wich auf allen Vieren hektisch von der Tasche zurück. Was zum Teufel? Es war eine Leiche. Die Sonne glitzerte auf dem rosafarbenen Nagellack an der Stelle, wo der Arm in einem seltsamen Winkel abstand, als wäre er gebrochen worden, um in den Seesack zu passen. Ich leerte den Inhalt meines Magens in ein nahegelegenes Gebüsch, bevor ich mich dem Seesack wieder langsam näherte. Ein Gesicht starrte mich an, aber nicht irgendein Gesicht. Oh Gott, Sam. Es war Samantha, eine Frau, mit der ich gearbeitet habe. Eine Frau, mit der ich geschlafen habe. Sie hatte einen gezackten Schnitt an der Kehle, wo sich Würmer im Fleisch tummelten. Der Schnitt war so tief, dass ihr Halsknochen wie Elfenbein glänzte. Ich fuhr mit den Fingern durch ihre Haare und zog leicht daran, während ich schluchzte. Ein Schrei gurgelte in meiner Kehle hoch, als ich in ihre toten, stumpfen Augen blickte. Aber dann wurde ich durch eine Benachrichtigung von Eve auf dem Telefon zum Schweigen gebracht. Ich führte eine zittrige Hand an meinen Mund, als ich sie las. Es hat mir das Herz zerrissen, als ich von eurer Affäre erfahren habe. Jetzt werdet ihr beide dafür bezahlen. Lauf lieber weg. Die Polizei ist auf dem Weg. PS, deine DNA ist an allem dran. An ihrem Auto, ihrem Telefon und wahrscheinlich auch in ihr selbst. Auf Wiedersehen, John. In der Ferne heulten die Sirenen auf, als ich endlich begriff, dass es gar keine Schnitzeljagd gewesen war. Ich bin reingelegt worden. PPS. Am Ende gibt es noch ein Geschenk.